Wie immer war alles vorbereitet. Der Zapfhahn lief, für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Denn wenn es um den Kartenvorverkauf der Faschingssitzungen geht... Die Nummer 1? Ja, danke Peter, später. Wo war ich? Ach so. Also wenn es um den Kartenvorverkauf der Faschingssitzungen geht, überlässt die Germania Hössbach nichts dem Zufall. Ein bisschen... Und die Nummer 7, bitte. Ja, Peter, danke. Ein bisschen erinnert es an eine Arztpraxis. Wer kommt, zieht eine Nummer, wird aufgerufen. Peter, wenn er soll, dann macht er nicht. Dann eben nicht. Und dann in einem gesonderten Zimmer von den... Nummer 8! Sehr witzig. Super Timing. Auf jeden Fall werden hier nicht einfach Karten verkauft. Nein, hier wird noch wirklich beraten. Nach einer kurzen Einführung durch Peter Menzel... Einen wunderhübschen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich zum allgemeinen öffentlichen Kartenvorverkauf für die Germania Faschingssitzungen willkommen heißen. Freut mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Der Modus hat sich im Prinzip auch gar nicht geändert wie die Jahrzehnte zuvor, möchte ich was sagen. Werden die Wartenden nach und nach sozusagen ins Behandlungszimmer geholt, um im Arztbild zu bleiben. Und egal ob nur eine, 5 oder 12 Karten, die dortigen Berater tun alles, um die zukünftigen Zuschauer bestmöglich zu versorgen. Da sind noch 6 Plätze. Da sind noch ein ganzer Tisch. 133. Weil da ist ja 1,50 Meter Abstand. Also das musst du können, hier rein vorne drauf. Ne? So, da hast du erst einen Platz, dann luften, dann haben wir ja 2 große Leinwände rechts und links. Ein großer Aufwand, der betrieben wird, den der Verein aber gerne betreibt. Schließlich gehören die 2-jährlichen Sitzungen zu den absoluten Highlights der Faschingssession in der Region. Und so gehen an diesem Abend die Karten für den 2., 8. und 9. Februar 2013 nach und nach über den Tisch. Die Belegungspläne füllen sich. Wer den großen Vorverkauf verpasst hat, Karten gibt es jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr im Sängerheim der Germania während der Proben. Dem bleibt eigentlich nichts hinzuzufügen, außer... Die Nummer 15, bitte. Eben.